noch, wie Sie heißen. Hallo? Hallo? Ja, ich hätte gerne eine Sonnenbrille. Könntest du vielleicht mal einen Augenblick deinen durchtrainierten Körper hier rüber bewegen? Was? Und die 5 Mark aus deiner Brieftasche stemmen, die du mir noch schuldest? 5 Mark weiß ich nichts von. So? Ja, wie ist denn 5 Mark? Wie war das eben? Oh, okay. Kein Pfennig mehr. Du brauchst Kohle. Ja. Kann ich dir auch nicht helfen. Kannst mir nicht helfen. Nee. Willst du mal vielleicht einen kleinen Auftritt machen irgendwo? Du meinst, wir verkaufen mich hier als Champ? Ja, guten Tag, hier ist Yvonne Burkhardt. Ich möchte bitte eine Anzeige aufgeben. Der Mann, der mich neulich anrief und mir sagte... Ja. Ja, und mir sagte... Er könne Auskunft geben... Geben? Wer meinen Bruder am 28.04.78 an der Ecke Georgen-Zentnerstraße umgebracht hat? Und immer mehr Ziel. Hey, ja, komm schon, komm schon. Du kriegst ihn wieder, so chill. Du kriegst ihn wieder. Du kriegst ihn wieder. Sehe ich das richtig? 7000 Mark Belohnung für konkrete Angaben. Wir hatten meinen Bruder um die Ecke Georgenstraße. Hey, das. Na, schönen guten Tag. Darf ich mal da hin? Darf ich mal da hin? Ja? Okay. Das ist weg, oder? Das ist alles Mai. Wir haben hier auch die April-Ausgaben, 28. Mhm.
7000? Die Georgenstraße ist. Hier ist die Georgenstraße. Das sind die 7000. Die steht auf der Georgenstraße. Ne, die steht auf, die Frau steht auf der Georgenstraße. 7000 Mark. Und das Motiv? Ach, das Motiv. Oh. Das Motiv fehlt mir. Das ist der goldene Schuss. Zwei, sechs, null. Ja bitte, wie war der Name? Burkhard. Aha. Burkhard. Burkhard, Yvonne und Tobias. Schreib mal. Scheffelstraße. 12. Das war die Straße. Okay. Ja, wie kommen wir da an? Zeugen Jehovas? Mhm. Guten Tag. Glauben Sie, dass der Mensch erschaffen wurde oder hat er sich entwickelt? So siehst du nicht aus. Ja, du auch nicht. Ja, wie ein Zeuge siehst du schon aus. Begeben Sie sich bitte. Liebes Fräulein Burkhardt, sehr geehrtes Fräulein Burkhardt, liebe Yvonne, liebes Fräulein Burkhardt, oder? Liebes Fräulein Burkhardt. Begeben Sie sich? Ja. Nach Aachen. Steigen Sie dort? Sind wir erstmal in Aachen. Und wie geht's dann weiter? Wir wollen noch ans Meer, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Oder willst du nach Paris? Also ich möchte ans Meer. Servus. Ich möchte baden. Wollen wir da spielen? Servus. Tag. Alles klar. Erstmal, mit der Zigarette? Mhm. Von Aachen geht's nach Lüttich zunächst, oder? Richtig, warte mal. Über die Grenze. Hier links hier. Nach Charleroi. Wie spricht man das? Charleroi. Charleroi. Nach Charleroi, genau. Schreiben wir erstmal bis Aachen. Schicken wir sie erstmal nach Aachen. Und da sehen wir weiter. Hast du schon geschrieben, oder? Ja, Abfahrt nach Aachen. Ja. Lies mal, wie heißt der letzte Satz? Also begeben Sie sich bitte mit dem Zug München an. Abfahrt nach Aachen. Sie muss im Hotel absteigen. Das Hotel müssen wir ja sagen. Im Hotel. Was haben wir da rausgesucht? Koblenz, links da. Hotel Stadt Koblenz, Leidestraße. Also. Steigen Sie dort im Hotel Stadt Koblenz ab. Liebes Fräulein Burka, begeben Sie sich bitte mit dem Zug München-Aachen um 22. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? Ja, es dauert nicht lange, 4-5 Minuten vielleicht. Wir haben ein kleines Problem, mit dem, dass wir gerne mit Ihnen sprechen würden. Wir sind nämlich
letzten Mittwoch aus der Haft entlassen worden. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir sehr viele Schwierigkeiten haben. Ja, das ist einfach keinen Job zu kriegen. Man bekommt natürlich nirgendwo einen Job und kein Geld und keine Wohnung. Und jetzt haben wir eben da einige Fragen, also eine Frage an Sie. Und zwar, lesen Sie Zeitschriften? Irgendwelche Illustrierten, die lesen sich irgendwelche. Ja. Welche lesen Sie? Welche Illustrierten lesen Sie? Mehrere. Welche? Stern. Ja, sonst keine, nur den Stern. Sonst Sie leben sicher allein. Wieso? Leben Sie allein? Warum? Ja, weil hier an der Tür zum Beispiel und Tobias Burkhardt. Sie lesen sicher den Spiegel. Diese Woche ist zum Beispiel ein sehr interessantes Thema drin, was Sie vielleicht auch interessieren wird. Aber wir haben auch noch andere Zeitschriften. Hier haben wir eine Liste mit allen Zeitschriften. Können wir vielleicht im Augenblick reinkommen? Nein, nein, vielen Dank, ich brauche nicht. Geschmack? Das war's wohl. Unserer Generation. Ja, weiß Gott. Seraphine hat unter den wundersamen Geschichte der Tante Flora. Zwei Menschen zusammen. Liebe. Drama beim Babykauf. Die junge Mutter wollte plötzlich das Neugeborene behalten. Alle großen Geister besuchen Kanzler Schmidt. Ein UFO ohne Flügel stand nachts über unserem Kleingarten. Mhm. Ehepaar mietete Dirne zum Kinderkriegen. Mhm. Arbeit gefunden. Mein Name ist Burkhard, ich habe ein Zimmer bestellt. Oh ja, eins ist bestellt worden.
Ja, ich weiß noch nicht genau, wie lange ich bleibe. Ja. Also es kann eine Nacht sein oder zwei. Ja, dann sagen Sie morgen früh Bescheid. Ist eine Nachricht für mich angekommen? Nein, wir haben auch kein Telefon. Keine Nachricht, nein. Hey! Ist bei dir was los? Nee. Und bei dir? Auch nicht. Sag mal, wissen deine Alten eigentlich, wo du bist? Nee. Merken die sowieso nicht, ob ich da bin oder nicht. Ziemlich beschissen hier. Also du kommst zuerst und dann komm ich. Sie finden am Bahnhof Postlager und eine weitere Nachricht für Sie. Guten Tag. Hier müsste ein Brief liegen für Yvonne Burkhardt. Helmis? Guten Abend. Stellst du mal zwei Zimmer? Deux chambres. Ja, oui. Was ist das? Für Badwanne und Kamera.
La chambre. Hast du mit, was ich la chambre. Bitte? Dans les clés. La chambre 10 et la chambre 11. Ja, on the same, auf derselben Etage. Au deuxième étage. Nebeneinander, ja, nebeneinander. Okay, zweite. Und im Moment, also Moment, ein Zimmer für Fräulein Burkhardt und eins für uns. One room for us and the other room for Miss Burkhardt. Je comprends pas ce qu'il me dit, alors je ne sais pas lui répondre. Ja, ist doch egal, oder? Einfach zwei Zimmer. Die denkt, die sind für uns, verstehst du? Ist doch egal. Ja, nein, müssen wir zahlen. Das erklären wir ja halt später. Ja, das ist blöd. Und da kriegt sie doch die. Überleg doch mal, wenn wir zwei Zimmer bestellen, ist ja, wenn wir zwei Zimmer bestellen, dann gehen wir in eins und dann kommt sie an. Sie muss dann und geht ins andere. Ja, sie muss das Zimmer abholen. Sie muss dann nachher da sein. Das sagen, können wir ja später noch erklären. Später? Ja, nachher. Chambre, for us. Das möchte ich sehen, wie du mir das erklärst. And the other for Miss Burkhardt. Ich habe auch nichts mehr. Meinst du, sie kommt? Da ist er ja.
Ja, ja, weg. Ah, sind Sie Deutsch? Ja. Sind Sie fremd hier? Ja. Das ist Schloss Dunkel. Darf ich machen, ja? Ja. Man hätte mich aber gut gefunden, würde ich sagen. Ja, wir haben durchaus ein anderes Gefühl für so eine Sache. Ich bin Antwerpen. Die Flammen, die sagen immer, in Antwerpen gehen die Frauen vorne, bitte. Ja. Mach mal. Bitte, darf ich Sie zum Essen einladen? Oh, ja. Ja? Ja, gut. Wenn ich einmal in eine Stadt komme, kann ich sogar die Stadt auswendig. Ja. Kennen Sie Antwerpen? Nein. Oder Brügge? Ach, nein. Na, wenn man sagt. Ah. So, hier haben Sie in Antwerpen die Amerika-Line. Hier, Britzelei, die Werkstraßen, Frankreich-Lei, wie im Bahnhof. Geht weiter. Frankreich-Lei, Italien-Lei und Brügge. Noch einfacher. Haben Sie hier Sand und hier großen Platz. Und hier eine ganze große Straße. Aber München kennen Sie doch bestimmt nicht. München? Noch vor 3 Monaten war ich da. Ja. Nicht so gut wie meine Bennesack, wie meine Westentasche, aber was immer. Kennen Sie zum Beispiel die Schwanthaler Straße? Nein. Oder den Marienplatz? Nein, Aber die Leopoldstraße kennen Sie doch bestimmt. Ja, die Leopoldstraße, die Ohmstraße, hier, so. Die Ziegestorch, ne? Jetzt warte, hier die Georgenstraße und dann haben Sie eine Querstraße, die Nordendstraße, weiter die Tengstraße, die Zentnerstraße, die Schleißhammerstraße, da, hier, ja. Da an der Zentnerstraße haben Sie meinen Bruder erschossen. Ah, das ist interessant. Also, wenn noch was kommt, soll ich daran denken. Wenn ich noch mal dahin komme, würde ich daran denken, ja. Wissen Sie nicht weiter? Also wir gehen jetzt. Ja, Elsa ist schön. Bis nachher.
kaufen. Wenn eine Frau mit Sopranstimme dem Auditorium dieser menschlichen Harmonie ihr melodisches Tremolo zu Gehör bringt, dann füllen sich meine Augen mit verborgener Flamme und sprühen schmerzliche Funken, während in meinen Ohren die Sturmglocke der Kanonade zu gellen scheint. Wenn die Akkorde dagegen den Fasern eines Instruments entschweben, höre ich mit Wonne die perlenden Töne, die im Takt auf den elastischen Wellen des Äthers entfliehen. Vielleicht ist es auch zum ersten Mal. Das habe ich. Ich habe es nicht geschenkt gekriegt. Ich habe es geklaut jemandem. Knipper. Geschlafen? Gut geschlafen, ja? Ja, ja, danke. Bitte. Nein. Nein. Schön, schönes Wetter, ne? Mhm. Ich muss Sie mal was fragen. Mhm. Können Sie mir sagen, wie ich von hier auf dem schnellsten Weg nach Charleroi komme? Charleroi? Ich bin nach Charleroi. Ich fahre nach Charleroi. Ich kann nicht fahren. Sofort nach dem Frühstück. Das ist keine Mühe. Das ist keine Mühe. Ja, danke. Nehmen wir einen Zug, oder? Wie viel haben wir noch? Von mir aus können wir auch zurückfahren. Ja. Ich kenne die Gegend ganz gut, ne? Komm hier auch. Erst Hui und dann Namen. Ja. Haben Sie eigentlich im Hotel das Zimmer für mich bestellt? Ich? Ihr Zimmer? Nein.
so mein Sohn sein? Das ist mein Bruder. Na ja, wenn Sie einladen, ich. Ja, wenn Sie. Ja, ich gehe doch. So, ich bin. So, gute Reise, nicht? So. Wo wohnen wir denn? Derby natürlich. Kontrell, was? URSS? Oh Gott, Stürze National. Thank you.
Sie haben hier nicht. Ja, warum drin? Also, Moment, was war ich? Und du? Soll ich besorgen? Das ist alles, was ich habe. Ja, dann besorgt ihr noch ein bisschen mehr. Das reicht doch nicht. Money makes the world go round. Warte Sie in Maubeuge. Steigen Sie in irgendeinem Hotel am Bahnhof ab. Ich werde Sie finden. Ich verstehe Ihre Unruhe, aber ich kann Ihnen schon so viel was melden. Ihr Bruder wurde ohne Grund erschossen. Thank you.
Mama! Oui, vous avez retenu? Non. Pas retenu? Non. Et à quel nom? Bocard. Oui. Chambre numéro 1. J'aimerais bien voir un petit rouge. Normal ou oui, à Bordeaux? Non. Bordeaux. Bordeaux. Thank you.
Scheiße. Na, hast du jetzt was besorgt? Ja, ich hab schon was. Ja. Die ist so heiß auf mich. Brauch ich nur anzutippen, schon fällt sie um. Mhm. Das ist immer dasselbe. Wenn ich mit ihm ficken will, dann ist es sauer. Okay. Tschüss. Bist du dann dran, oder? Okay, Chef. Ich habe zum Präsidenten der USA wirklich keine Beziehung. Das ist auch ganz gut. Ich dir eine, ne? Lieber Bruder, merkwürdig. Manchmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wie du ausgesehen hast. Dabei ist es doch erst 2,5 Monate her, dass du gestorben bist. Ich wollte dich nie vergessen, aber na nun mal los, hast du Schiss oder was? Was wollen Sie eigentlich hier? Markus, habe ich einen Schreck gekriegt. Ich habe Sie doch schon mal gesehen in Maubeuge, am Bahnhof. Ja, und in München. Und hier. Wir sind auch die ganze Zeit hinter Ihnen her. Wir verfolgen nämlich jemanden, der anscheinend hinter Ihnen her ist. Außerdem habe ich angeklopft. Also, ich würde mein Zimmer nicht offen lassen. Es ist immer noch offen. Und Sie können auch aufhören, mir solche Briefe zu schreiben. Bitte, wenn Sie nicht wollen, Frau Kraffer. Hey! Er telefoniert nicht, nur? Er schreibt auch Briefe. Was?
Briefe? Den Mann da unten, den müssten Sie eigentlich kennen. München. Charleroi, Hotel Derby. Aachen. Meine Sie, die wissen gar nicht, was um sie herum vorgeht. Hast du den Wagen gemietet? Ja, ja, alles klar. Alles klar. Also wir machen die Sache auf jeden Fall jetzt klar. Es wäre vielleicht besser, wenn wir mitkommen. Wie heißt du denn eigentlich? Ich bin der Herbert. Ich bin der Herbert. Er heißt Herbert und ich heiße Albert. Albert. The day can come when you get old and sick and tired of life. You just never realize. Maybe the charge you made wasn't really right. And so you go out and you don't come back at night. Halt mal an. Willst du mitnehmen? Hallo, könnt ihr mich mitnehmen? Wir können nicht. Wir verfolgen jemanden, weißt du? Ach so. Okay, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Aber das war meine Rache. In Deutschland fragt mich nie jemand nach dem Weg. Jetzt macht er einen auf Vertreter oder was? Ah, il a l'air quand. Et moi je vous conseille aussi la petite montre dont je vous ai parlé là pour enfants, dans l'aiguille seconde, fait un petit revolver comme ça qui fait des trucs. C'est nouveau, et ça marche très fort. Ah oui, j'en ai plus parce qu'on me les a pris tout de suite. Jetzt übertreibt das aber. Und jetzt? Mal sehen.
dérange. Quand on me cherche, on me trouve. Qu'est-ce que vous me voulez? Kein Kränkrieg. Ach so, gleich muss ich aussprechen. Was wollt ihr von mir? Das ist der günstigste Deutschkanzler. Also, so, die Frau bei uns im Wagen, die sucht den Mörder von ihrem Bruder. Die haben sie irgendwo in München umgelegt und die glaubt, dass der sich irgendwo hier rumtreibt. Das ist der Mörder. Und die Sache ist die halt, sie hat uns bis jetzt schon reichlich Kohle zukommen lassen, damit wir ihr ein bisschen dabei helfen. Und die sah aber ziemlich aussichtslos, verstehst du? Und ich meine, du kamst halt irgendwie gelegen. So, also sie suchen einen Mörder. Ich glaube, es war ein guter Flip. Das ist ein großer Flip, ja? Wo pennt man heute? Weiß ich das? Guck mal da.
denn gekriegt? Wir verfolgen niemanden mehr. Geschichte überhaupt nichts zu tun. Ist doch ganz gut, ne? Sag mal, hast du ein bisschen Geld? Ich hab zwar meines im Hotel vergessen. Hast du welches? Eine andere Bouteille de Champagne, s'il vous plaît. Es ist merkwürdig, dass man in so einem Dorf kein anständiges Hotel findet. Es ist nicht möglich, so ein dreckiges Lokal zu wohnen. Na, das mache ich sonst nicht natürlich. Ich komme in ein besseres Hotel, aber es gibt nichts anderes. Naja, Uhrenvertreter mache ich nicht das ganze Jahr durch. Das mache ich nur im Sommer ein bisschen, um meinen Freunden zu helfen. Und das macht mir Spaß. Nur so während des Sommers ein bisschen bummeln durch das Land. Sonst habe ich ein ziemlich großes. Tout est en ordre? Bitte? Oui, tout est en ordre pour la bouteille. Ja, ist alles klar. Oui? Zahlen, tout sie, ja. Mademoiselle. Ja. Ah. Ich hatte eine deutsche Freundin, die machte das toll. Ich weiß nicht, wie das macht. Oh. So hat sie das gemacht. Sie hat aber das besser gemacht als ich. Aber trotzdem werden wir zusammen noch trinken, nicht? Ja. Komm. Wollen wir uns duzen? Natürlich. Komm. So machen wir das, ja. In der Schweiz, wo ich meine Jugend verbracht habe. Ja, du musst jetzt aber. Ach so. Alles. Auf einmal, ja. Und dann kommt nochmal. Nochmal, ja. Nochmal. Doch. Ach, das ist so schön, du. Ach. Wir duzen nun noch normal, ja? Thank you.
Ah, ich kann überhaupt nicht mehr. Sicher? Soll ich jetzt weggehen?
Thank you.